country is the electro. Oh, Rammstein-Fan. In his caravan is the future man. Ja, hallo Leute, guten Tag, hier bin ich wieder mit dem dieswöchigen Hasswort der Woche. Ich habe es gestern nicht hochgeladen, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich es gestern total vergessen habe. Gestern Abend ist es mir eingefallen. Okay, dafür ist es ein Wort, das ihr alle kennen und hassen werdet, zumindest die Gamer unter euch. Es ist nicht wirklich ein Wort, heute sind es so zwei Worte, nämlich Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, kurz USK. Die USK. Was ist die USK? Erstmal eine kurze Erklärung. Die USK ist, wie sagt man, die Organisation, ich nenne es jetzt mal Organisation, die den Politikern vorgibt, welche Spiele in Deutschland welches USK-Zeichen die erhalten und ob sie überhaupt in Deutschland rauskommen, sprich ob sie überhaupt verboten werden oder nur indiziert. Indiziert, für die Leute, die es nicht kennen, indiziert heißt, wenn du volljährig bist, gehst du zum Verkäufer hin, fragst, ob sie das Spiel haben und wenn sie es dann haben, haben sie es nur unter der Theke. Das kriegst du also nur, wenn du wirklich 18 bist und den Verkäufer fragst und Meinung und dich auskennst. Die USK macht sich bekannt durch Spaßkillerei und in Deutschland bei übertriebener Vorsicht. So, in Deutschland ist es total krass, USK. In Österreich, die USK macht sich bekannt durch Spaßkillerei und in Deutschland bei übertriebener Vorsicht. So, in Deutschland ist es total krass, USK. In Österreich ist es schon wieder komplett anders. Deshalb bestellen die schlauen Leute ihre die Spiele, die sie haben wollen, und zwar uncut, irgendwo in Österreich übers Internet. Das mache ich auch. Und das wiederum bringt einen Verlust in den deutschen Geschäften. Also das wirkt sich wiederum negativ auf unsere Staatskasse aus. Warum die Politiker das machen? Keine Ahnung. Sie wollen wahrscheinlich demonstrieren, also nicht demonstrieren, sondern sie wollen wahrscheinlich zeigen, dass sie auch was gegen Gewalt machen. Hm. Natürlich an der komplett falschen Stelle. So, um auf den Amoklauf zu kommen. Amoklauf. In Erfurt. Sollte ja alles anders werden. Sollten komplett alle Killerspiele verboten werden. So, wenn, das haben sie zum Glück noch nicht gemacht. Das war auch komplett Schwachsinn. Und wenn man mal in YouTube zum Beispiel jetzt eingibt, Verbot von Killerspielen oder Killerspiele allgemein, da kommt so Zeug, da schüttelt man wirklich nur mit dem Kopf. Nachrichten, die sagen, das Spiel Counter-Strike oder so ist, oder überhaupt Killerspiele sind schuld wegen an dem Amoklauf. Das Beste, habe ich ja gesehen, war GTA San Andreas. Das war ja so geil. Da war so meine Nachrichten GTA San Andreas, die Uncut-Version, die in Deutschland verboten ist oder indiziert ist, wird da drin beschrieben und zwar vollkommen falsch. Da haben sie so gesagt, die blutigen Szenen wollen wir ihnen ersparen. Wir wollen lieber nur darüber reden. Und da haben sie so gemeint, du springst aus dem Gebüsch, ein schwarzhaariges Mädchen kommt zufällig vorbei und nimmst die Kettensäge, sägst dir den Kopf ab, sägst die Beine und die Arme ab und dann fällt sie blutend ins Gebüsch. Größtes Gelaber, das ich je gehört habe. Körperteile kann man in San Andreas nicht ohne Patch absägen, obwohl ich nicht mal weiß, ob es dafür überhaupt einen Patch gibt. Also, wie gesagt, völliger Humbug. Die Politiker haben auch die wenigste Ahnung davon. Die wenigsten Politiker interessieren sich tatsächlich für Videospiele. So gut wie keiner hat auch nur in seinem verdammten Leben einmal ein verdammtes Spiel gezockt, auch wenn es die Original Super Mario Bros. Waren. Und die Leute wollen uns erklären, was wir spielen dürfen und was nicht. Ja, geht's denn noch? Wenn jetzt nochmal auf den Amoklauf zurückzukommen. Es ist scheiße, was passiert. Es ist natürlich scheiße, aber den Spielen die Schuld zu geben, nur um einen Sündenbock zu suchen, das ist doch der größte Schwachsinn, den man machen kann. Hätten sie schon am Anfang die Waffengesetze verschärft, dafür sind die ja gar nicht gekommen. Hätten sie das schon am Anfang gemacht, wären wahrscheinlich 5 Amokläufe weniger gekommen.
Aber ist doch klar, wenn ich in die Schule gehe, werd von der ersten Klasse an gemobbt, 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 bis zum geht nicht mehr. Mein Vater hockt daheim, hat 40 Waffen daheim. Mit Bazooka jetzt mal übertrieben, ne? Hat er natürlich nicht gehabt. Aber dieser eine Amokläufer da in Winnenden oder so, ne? Winnenden war das, da hat sein Vater doch bestimmt 10 Waffen daheim gehabt und 500.000 Kugeln Munition für jede Waffe. So, ist doch klar, ne? Wenn der Junge dafür noch davon Gebrauch machen kann. Also sprich die Waffen nicht verschlossen sind oder irgendwo, wo der Junge nicht rankommt, ist doch klar, dass er irgendwann mal denkt, ha, jetzt mache ich German School Massacre. Mal blöd gesprochen. Geh in die Schule und knall ein paar Deppen ab, die mich sowieso nur verarschen. Mein Leben ist eh scheiße. Tja. Das hätte verhindert werden können durch die Lehrer. Das hätte verhindert werden können durch seine Eltern. Das hätte verhindert werden können durch die Eltern der Schüler, die ihn mobben. Da guckt keiner hin. Und dann werden sie natürlich dem Videospiel die Schuld geben. Nur weil er ein, zwei Spiele ab 18 daheim hat. Ey, wenn ich einen Amoklauf mache, dann werden die ganzen. Da wird alles verboten. Leute. Ich hab. Es sind auch viele Videospieler, die ab 18 sind. Und schön uncut und schön blutig. Und das muss nun mal sein. Das ist halt heute so. Und ich find's total scheiße, dass Leute, sprich die Politiker, über Medien entscheiden, über die sie keine Ahnung haben. Das Einzige, was die interessiert, sind die Amokläufe. Und die Medien, die sagen, es wäre wegen dem Videospiel passiert. Die suchen nur verzweifelt nach einem Sündenbock, weil sie selbst keine Ahnung haben, wie man mit solchen Problemen umgeht. Und außerdem ist das sowieso alles nur eine Überreaktion. Videospiele sind nicht brutaler, sondern nur realistischer geworden. Also, ich habe jetzt mich jetzt ganz schön reingesteigert und ich könnte noch stundenlang weiter diskutieren und reden. Alleine, aber das macht keinen Spaß, allein zu diskutieren und zu reden. Deshalb sage ich jetzt, ja, verabschiede ich mich jetzt. Das war das Hasswort der Woche für diesen Dienstag. Und dann bleibt mir nur zu sagen, the game must go on.